Alles reiner Zufall, was heute an der Wall Street passiert ist oder doch nicht, schauen wir uns mal die Dinge genauer an und da erkennen wir gewisse Muster, die zeigen, naja, so ganz zufällig scheint das nicht gewesen zu sein, was heute passiert ist, denn wir hatten schon gestern die Situation, dass etwa einige Parameter sehr stark überkauft waren, zum Beispiel sichtbar beim S&P 500 McLaren Oscillator, der in extrem stark negatives Territorium abgeglitten war und über die letzten drei Jahre hat es jedes Mal, wenn wir so überverkauft waren, dann einen Anstieg von mindestens 2% gegeben von diesem überverkauften Niveau. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, naja, aber die Indizes, die waren doch gar nicht so negativ. Ja, das stimmt, weil Big Tech das Ganze so ein bisschen kaschiert hat, eine Nvidia und die großen Tech-Werte, aber die allermeisten Aktien, die waren ziemlich mies gelaufen in den letzten Tagen und hier sehen wir praktisch jetzt einen Schwung nach oben und dieser Schwung hatte sich auch im kurzen Zeitfenster mit einer positiven Divergenz sowohl beim RSI als auch beim MACD angekündigt und hier in diesem Chart von Ron Walker sehen Sie das Gap Fill, also dieses Gap, das wir hatten am 17. Januar, als es da nach unten ging. Da waren ja die China-Zahlen, vor allem die Immobilienpreise stark gefallen, daraufhin die asiatischen Märkte eingebrochen, vor allem die chinesischen Märkte, dann auch die US-Futures nach unten und wir sehen dieses Gap, das war bei 4.767 Punkten beim S&P 500 und wo stoppte das Ganze heute beim S&P 500, also diese Rallye, diese positive Stimmung, die wir in steigenden Kursen zunächst hatten, die stoppte bei 4.767 Punkten oder 66 und ein paar zerquetschte, also ziemlich genau das Gap hier zugemacht, kein Zufall, die Wall Street achtet auf solche Parameter, dementsprechend nehmen viele dann die Long-Warn-Gewinne mit, sodass es dann eine Reaktion zunächst mal nach unten gibt, aber was war der Grund des Anstieges, vor allem eine Aufstufung von Apple durch die Bank of America, die sagt, oh, da ist ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20% bei der Apple-Aktie wegen KI und so. Apple werde sicher 2024 irgendwie KI und so, also so genau hat man das dann nicht ausgeführt, aber sozusagen an die Pavlovschen KI-Reflexe der Märkte appelliert und das geht immer. Hat er KI gesagt? Ja, er hat KI gesagt, also kaufen wir doch mal und auch das hatte sich charttechnisch angekündigt, positive Divergenz oben im RSI, dann dieser Doppelboden gestern. Und siehe da, dann kommt diese Aufstufung eigentlich mit extrem schwachen Argumenten, zumal es ja so ist, dass die Verkäufe von Apple, die iPhone-Verkäufe, also die Cash-Cow schlechthin, nicht wohl besonders gut laufen, weswegen ja schon drei Abstufungen von anderen Analysehäusern Apple zunächst unter Druck gebracht hatte. Jetzt dann aktuell die Meldung von Nikkei Asia, dass die iPhone-Preise in China gesenkt werden vor dem Neujahrsfest. Also man muss, weil man offenkundig schleppende Nachfrage hat und gegen Huawei in China immer weiter ins Hintertreffen gerät, die Preise senken. Eigentlich jetzt nicht so fürchterlich bullisch für die Aktie, aber wir kamen dann schon mit positiven Vibrations, kann man sagen, im Tech-Sektor in den europäischen Handel rein. Denn TSMC, dieser Chip-Gigant aus Taiwan, hatte zwar Umsatzrückgang gemeldet, aber seine Prognose für das nächste Quartal angehoben. Und das hat die ganze Stimmung zunächst mal deutlich nach oben gebracht. Aber dann Auftritt von Mr. Bostic, dem FED-Mitglied, der sagte, wow, also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht im dritten Quartal beginnen, die Zinsen zu senken. Und jetzt schauen wir mal, was ist ein drittes Quartal? Das ist ja frühestens ab Juli. Und dabei waren sich die Märkte doch vor kurzem noch sehr sicher, dass ab März die Zinsen sinken werden. Jetzt kommt Bostic und schiebt das Ganze erstmal auf das dritte Quartal. Wenn wir zu früh die Zinsen senken, so Bostic, dann riskieren wir, dass die Nachfrage wieder steigt und damit der Preisdruck wieder zunimmt. Das ist das, was ich schon seit Wochen sage, weswegen die FED nicht gut daran täte, den Märkten hier nachzugeben und einfach die Zinsen zu senken. Heute auch interessante Aussagen von Waller wieder, der ja kürzlich schon angemahnt hatte, liebe Märkte, ihr scheint ein bisschen zu weit gegangen zu sein mit euren Zinssenkungsfantasien. Und der wurde gefragt hier in einem Interview,
Ja, wie ist es denn mit, ist die Inflation nur durch Angebot bestimmt? Just the supply? Und Waller sagte, also wir haben ja in Corona praktisch Supply-Schocks gesehen, also Angebotsschocks. Klar, alles war zugesperrt, China hat nicht geliefert und so weiter und so fort. Also gab es ein Angebotsdefizit bei nach wie vor vorhandener Nachfrage. Und da sagt Waller, also wenn es jetzt wirklich diese Supply-Schocks wären, diese Lieferengpässe, dann müsste die Inflation ja zurückgegangen sein und müsste weg sein, wenn eben die Lieferungen wieder da sind. Und das war ja dann im Gefolge der Lockdowns, als das vorbei war, war das ja der Fall. Aber er sagt, es ist aber nicht so. Also wir haben nach wie vor Preisdruck, obwohl eben diese Lieferengpässe aufgehört haben. Auch ein Hinweis, dass die Fed wohl doch deutlich zögerlicher sein wird, die Zinsen zu senken, zumal wir auch heute wieder überwiegend gute Konjunkturdaten aus den USA gesehen haben, vor allem die Erstanträge 187.000, also unter der 200.000er Marke, auch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge besser. Der Philadelphia Fed Index allerdings etwas schlechter, aber auch wieder starke Zahlen vom Hausmarkt, der davon profitiert, dass die Renditen ja dann vor allem im vierten Quartal in den USA deutlich gefallen waren. Das macht Hypothekenkredite wieder günstiger. Hier sehen wir sowohl Housing Starts, also Baubeginne, als auch die Building Permits, die Baugenehmigungen besser als erwartet. Nochmal zurück kurz zu den Jobless Claims. Hier sehen wir, dass das mal wieder saisonal adjustiert wurde und diese adjustierte Zahl dann dafür sorgt, dass die so tief sind, also so wenige Erstanträge. Sonst wäre das Bild etwas weniger schön, aber Schwamm drüber, gell, die Amis und ihre Statistikmethoden, da kann man ganze Bücher drüber schreiben. However, wir sehen, dass die Renditen wieder steigen, vor allem nach den Aussagen von Bostik und eben auch den Konjunkturdaten. Sven Henrik zeigt hier mal die Rendite der 10-jährigen Anleihe. Und sagte, ja, potenzielle Bärflagge könnte also nach unten ausbrechen. Wäre für die Aktienmärkte gut, wenn die Renditen fallen würden. Da gibt es ja eine doch klar erkennbare negative Korrelation. Aber heute zumindest passiert das erstmal nicht. Die Renditen vielmehr gehen weiter nach oben. Eigentlich nicht gut für vor allem die Tech-Werte. 4,15% jetzt die 10-Jährige. Aber die haben sich zunächst mal nicht so viel drum geschert. Mal sehen, wie lange man das Spiel machen kann, wie lange man sozusagen an der offenkundigen Zinsrealität, nämlich der Absicht der Notenbanken, die Zinsen zu senken, wirklich vorbei handeln kann. Hier sehen wir eine Apple natürlich dick im Plus nach der Aufstufung, Nvidia, Meta, nur Tesla, also Tesla wieder im Minus, Nasdaq stärkster Index, Dow Jones und Small Caps leichte negativ, S&P positiv, war schon etwas mehr im Plus, ist dann im späteren Handel Richtung heute Abend deutscher Zeit ein bisschen runtergekommen. Und in Sachen KI-Euphorie vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Heute ein Artikel hier von uns auch über Bing und ChatGPT. ChatGPT ist ja integriert jetzt in die Suchmaschine von Microsoft namens Bing. Die kennen Sie vielleicht vom Hörensagen, aber nutzen tun es die wenigsten und daran hat sich nichts geändert. Dabei hatte Microsoft noch im Februar gesagt, boah, das wird ein iPhone-Moment werden. Also das könnte sozusagen ein Technologiesprung sein, der diese Suchmaschine dann voll nach vorne bringt. Was sehen wir jetzt? Bing hat einen Marktanteil von lächerlichen 3,4%. Google hat 91,6%. Man hat ein knappes Prozent hinzugewonnen, seit ChatGPT integriert ist in Bing. Das zeigte, dass mit KI nicht so ganz einfach Geld zu verdienen ist. Wer vor allem Geld verdient, das sind die Schaufelverkäufer im Goldrausch, die also die Schaufeln verkaufen. Diejenigen allerdings, die nach Gold graben, die scheinen es deutlich schwerer zu haben, wie hier Microsoft und Bing zeigen. Zumal eben dazu kommt, dass Google dadurch, dass so wahnsinnig viele Anfragen darüber laufen, die Suchmaschine sich auch permanent verbessern kann. Ich weiß nicht, ob Sie Bing nutzen, ich tue es nicht. Die Ergebnisse sind um Klassen schlechter als das, was man über Google erzielen kann. Kommen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten. Wir haben gesehen, dass die Privatanleger hier rechts oben immer noch bullisch sind, aber nicht mehr ganz so bullisch. Viele sind ins neutrale Camp abgewandert. Aber interessant heute die Zahl NAAIM, also das, was praktisch die Vermögensverwalter in den Markt investiert haben. Und hier sehen wir diesen deutlichen Rückgang von in der Vorwoche auf 80% Investitionsgrad auf nur noch 53% Investitionsgrad. Also hier ist die Stimmung deutlich schneller zurückgegangen als der Index selbst, der ja gehalten wurde, vor allem von Big Tech-Aktien.
Das dürfte dann viele wieder auf dem falschen Fuß erwischt haben, wenn es dann eben nach oben geht. Auf der anderen Seite ist die Long-Positionierung im Nasdaq jetzt auf einem der höchsten Stände seit 5 Jahren. Also wir sind auf der einen Seite überverkauft gewesen, auf der anderen Seite haben wir eine extrem hohe Long-Positionierung. Scheint sich alles wieder zu widersprechen, aber passt dann irgendwie doch zusammen. Und der Nomura warnt jetzt davor, dass eben sowohl die hawkischen Daten als auch eben diese Differenz zwischen den Märkten und den Aussagen der Notenbanken dazu führen dürfte, dass die Player gezwungen sind, sich abzusichern, etwa mit VIX-Calls, also praktisch ihr Long-Portfolio mit Wetten auf eine steigende Volatilität, auf ein steigendes Angstbarometer abzusichern. Mal sehen, ob das passiert. Aber es ist schon eine sehr große Differenz zwischen Markterwartungen und dem, was eigentlich die Notenbanken sagen. Und zumal wir hier speziell in Europa ist das ein Problem, aber indirekt auch in den USA. Die Houthis sagen, wir sind jetzt in direkter Konfrontation mit den USA und UK. Vorher hat man ja gesagt, okay, wir attackieren nur Schiffe, die irgendwie nach Israel fahren. Das hat sich jetzt geändert. Man sagt auch, dass diese US-Militärschläge, Luftschläge, bisher keinerlei Auswirkungen auf die militärischen Kapazitäten gehabt haben. Und genau das ist das Problem. Ich sehe nicht, wie die Amerikaner das Problem lösen, wenn sie nicht eine größere Operation gegen die Houthis machen. Dann wird das Rote Meer weiter weitgehend unschiffbar bleiben. Mit der Folge, dass die Containerpreise immer weiter steigen, dass jetzt gestern ja sich Versicherer geweigert haben, amerikanische und englische Schiffe, die durchs Rote Meer fahren wollen, überhaupt noch zu versichern. Das ist ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Immer weniger Schiffe stehen zur Verfügung, weil diese Schiffe eben umgeleitet werden und dadurch viel, viel länger brauchen. Und so sehen wir, dass eben solche Supply Shocks wiederkommen können mit einem Wiederanstieg der Inflation. Und das wollte ich jetzt nicht zeigen, sondern das wollte ich noch zeigen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir mal den Verkehr kurz vor dem Suezkanal, also so eine Meerenge, wo alle durch müssen, wenn sie durch den Suezkanal fahren. Hier sehen wir aufgesplittet nach Öl, Bulk, Container, Gas oder Other Schiffen. Hier sehen wir, dass das von Woche zu Woche weiter zurückgeht, Tendenz weiter rückläufig eben aufgrund keiner Versicherung mehr möglich. Die Houthis machen einfach weiter und so weiter und so fort. Also das wird weiter schwierig. Dann das, was ich zeigen wollte, China hat offenkundig eingegriffen heute, nämlich die staatlichen Organe, nachdem es am Vortag ja so massiv gescheppert hat an den chinesischen Aktienmärkten. Der Hang Seng über 4% im Minus, keine Aktie aus diesem Index im Plus. Sehen wir, dass offenkundig staatliche Institutionen oder Player am Finanzmarkt im staatlichen Auftrag ETFs gekauft haben, Index-ETFs, um die Märkte zu stützen. Da sehen wir hier mal das Volumen in diesen ETFs. Bums, geht nach oben. Haben wir schon mal bei den schweren Marktturbulenzen 2015 gesehen in China. Das hat man schon gehabt. Und wenn wir jetzt noch mal nach Europa kommen und eben zur Erwartung der Märkte, wann geht es runter mit den Zinsen? Da hat die EZB in ihrem Protokoll gesagt, es wurde die Besorgnis geäußert, dass die starke Neubewertung der Märkte zu einer übermäßigen Lockerung der Finanzbedingungen führt, was den Prozess der Inflationsbekämpfung zum Scheitern bringen könnte. Und genau das wird man sich bei der Fed wohl auch denken. Naja, wenn die Märkte hier Halligalli spielen, dann geht die Nachfrage wieder nach oben, dann haben wir dasselbe Problem. Und deswegen stellt sich eben ein Bostik hin und sagt, ja, Jungs, vielleicht im dritten Quartal mal gucken, aber nicht vorher. Und die Märkte aber gehen davon aus, dass das im März bereits passiert oder sehen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bereits im März die Zinsen senkt. Für die EZB erwartet man das für April. Hier nochmal nach Deutschland. Wir haben jetzt in 10 Jahren 584.000 mehr Stellen im öffentlichen Dienst ausgebaut hier in Deutschland. Wir erinnern nochmal an die Rede von Milley. Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Es sind die Unternehmer, die die Dinge nach vorne bringen, die ins Risiko gehen. Die anderen wollen immer nur umverteilen oder verwalten. Die Unternehmer sind es, die Risiken gehen, die Jobs schaffen, die unseren Sozialstaat ermöglichen. Heute auch dann ein fragwürdiger Beschluss. Die EU beschließt eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Man kann also maximal bis 10.000 Euro in bar bezahlen wegen Geldwäsche und so. Und abschließend möchte ich noch 2 Empfehlungen mitgeben. Die erste ist das, was Daniel Stelter zur aktuellen Lage sagt, zu Bauernprotesten, zu dem, was eigentlich passieren müsste in Deutschland, damit wir
wieder einigermaßen in die Spur kommen. Man hat ja wirklich allgemein das Gefühl, das ist mit Leuten, denen ich spreche, was ich lese, dass viele sagen, irgendwas läuft schief. Sie wissen teilweise auch genau, was schief läuft. Aber die Ampelkoalition macht einfach weiter, die FDP macht einfach weiter, obwohl jetzt massenhaft Austritte hier zu verzeichnen sind. Wieder super starke Aussagen von Daniel Stelter, unbedingt sehenswert. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, Sie haben ja sicherlich gehört, ich hatte das heute im Videoausblick gesagt, dass jetzt plötzlich ein Krieg zwischen Pakistan und Iran droht. Da geht es vordergründig um Extremisten, aber es geht eigentlich um etwas ganz anderes. Und das ist viel relevanter, weil lebensnotwendig, was genau das ist, das erfahren Sie im zweiten Artikel. Also zwei Empfehlungen, Stelter. Und warum dieser Konflikt so gefährlich ist und sich ausweiten könnte um Pakistan und Iran. Jetzt sorge ich für euch. Servus.